Amelie im Urwald, bitte. Sehr schön. Nochmal und mehr Spannung in den Füßen. Okay, go Amelie. Bam, Hammers. Cool. Sehr schön. Dann bin ich hier wieder weg. Hallo zusammen, ich bin Siegfried Eichhorn und heute bin ich Teilnehmer bei einem Workshop hier am Ammersee in meinem Hut. Und Martin gibt heute den Workshop. Stell dich noch mal ganz kurz vor, Martin. Mein Name ist Martin Dürr, ich bin Fotograf, lebe hier am Ammersee und wir machen immer wieder hier Workshops auch am Ammersee. Und das ist jetzt tatsächlich der erste nach der Corona-Krise und haben wir letztes Jahr schon gemacht. Das ist so quasi wieder zum Beginnen und wunderbar. Hinter uns sieht man schon Teilnehmer und das Wetter ist sensationell. Und vielen Dank für das, dass du gekommen bist, Siegfried. Gerne. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Model. Ich glaube, sie heißt Amelie. Genau. Und wir fangen hier an, auf einem Steg zu shooten. Wir sind so circa 6 Teilnehmer. Und ich hoffe, dass ich bald an der Reihe bin. Sie hat sich jetzt schon mal frei gemacht, hat nur noch einen Badeanzug an. Jetzt glaube ich, bin ich auch mal an der Reihe. Ja, also danke, dass ich dabei sein darf. Gut, und dann lassen wir uns mal überraschen. Okay, vielen Dank. Sehr cool. Amelie, können wir ein bisschen spielen? Ja. Du läufst einfach mal auf mich gerne. Zu. Du läufst. Ich mag das, ein bisschen Bewegung möchte ich haben. Du kannst, Amelie, wenn du magst, ruhig auch übertrieben laufen. Geil. Machen wir es mal 10 Mal. Okay, spiel ruhig mit den Haaren, wenn du herkommst. Okay, einmal noch und versuche in diese Richtung, Richtung Sonne zu gucken, dass du Licht im Gesicht hast. Kannst du noch weiter zurückgehen? Und her schauen. Sexy, geil. Amelie, kannst du dich mal auf die Kante setzen, die Füße in die Richtung, also hinsetzen? Ja. Versuch mal mehr ein Hohlkreuz zu machen. Kopf mal gerade, ja. Kopf mehr darüber. Ja, geil. Kannst du einmal kurz die Brille abnehmen? Ja, die Posen hast du drauf. Kopf mehr Richtung Sonne. Haust ja eine Pose nach der anderen raus, ey. Ja, das ist. Es geht klack, klack, klack. War cool so. Alter, sind das geile Bilder. Mal ohne Brille. Das war an die Lippe, die Brille. 3, 2, 1, boom! Meine Modelbilder, die mache ich heute alle auf 85 mm. Ich habe hier das Sony drauf, das 1.8er. Das ist ein Top-Objektiv und überzeugt euch gern von der Qualität. Der Plan ist jetzt, dass das Model im gelben Kleid auf mich zuläuft auf dem Steg. Das sieht super gut aus, weil das Kleid sehr, sehr schön im Wind weht, beziehungsweise sie lässt es wehen, also ist richtig schön. Stückel noch weiter zurück, geht's noch? Das ist halt sehr dunkel. Wow. Ja. Wow. Sehr schön. Spiel schön mit dem Kleid. Sag mal. Beim Werfen schau in die Kamera. Aha. Geht's noch einmal? Oh, mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht.
So. Mein Name ist Amelie. Genau, sie ist heute unser Model und postet eine nach der anderen hin. Also alle 2 Sekunden gibt es uns echt eine schöne Pose. Und das macht so viel Spaß. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Also Wahnsinn, wie du das machst. Dann so unterscheidet man wirklich ein gutes Model von einem Amateur, weil du halt auf den Punkt zack, zack, zack von alleine die Posen uns gibst. Ja, das macht mir auch sehr viel Spaß also, mit euch. Cool, Amelie. Dann lass weitermachen. Dankeschön. Jo. Okay, Amelie, kannst du noch 1 Meter zurückgehen oder 50 Zentimeter, irgendwas so, ein Stückerl? Ja, jetzt ist sehr gut. Jetzt habe ich dich schön drauf. So, sehr schön, Amelie. Jetzt darfst du spielen ohne Ende. Ich fotografiere alles auf 1,8. Echter Hammer. Ich habe schon so viele Fotos heute gemacht. Und normalerweise brauche ich ja richtig lang, um ein Bild zu machen. Aber heute geht es ja echt ab. Tatsächlich auch jetzt auch bei den Stegfotos, wo sie auf mich zuläuft, im Dauerfeuer draufgehalten. Aber hier zählt jede Sekunde oder Millisekunde. Sie, Amelie, verändert den Blick ständig und hat immer wieder einen anderen Look drauf. Echt geil. Und jetzt als nächstes mal mit einem weißen Kleid auf dem Steg. Komm jetzt mal ein bisschen näher, komm du mal näher zu mir. Jetzt geht es mir nur um den Gesichtsausdruck in den Augen. Yes. Super schön. Und jetzt nochmal, lass es flattern auf dem Steg, lauf auf mich zu. Ich gehe weiter runter. Das schaut super aus. Mit dem Gesichtsausdruck, mit den Augen, die du gerade drauf hast. Warte. 3, 2, 1. Bam! Super. Dankeschön. Bilder habe ich wirklich ausnahmslos alle auf der Blende 1.8 gemacht und musste eben die Belichtungszeit sehr, sehr hoch drehen. Meistens auf 1/4000stel oder sowas, weil die Sonne scheint heute richtig, richtig stark. Ellenbogen ein bisschen weg, dass der, ja genau so. Super schön. Ich gehe noch ein Stückchen zurück. Das ist so ein cooler Look, oder? Ja. Warte mal, ich komme mal ganz nah ran.
So Leute, jetzt habe ich euch mal einen Einblick gegeben, wie ich meine Fotos mache. Und ein paar richtig schöne Bilder waren dabei heute von der Amelie. Das ist mir auch relativ einfach gefallen, weil die Amelie kann sich einfach verdammt gut bewegen. In jeder Pose ist Spannung, vor allem in den Beinen, also in den Füßen. Die Fußzehen sind gestreckt, die Hände sind richtig gehalten von ihr. Einfach Wahnsinn. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like für das Video oder abonniert meinen Kanal für weitere lustige Tage mit mir am See oder in den Bergen. Euer Sigi vom Ammersee. Bye, bye. Bam!